Hallo, liebe Musikandos und ein Hallo an alle, die Interesse am Online-Musikando 2022 haben. In den vergangenen Monaten hatte ich einen Aha-Moment, allerdings nicht aus dem Grund, auf den mein Videotitel hindeutet, sondern weil das, was man vielleicht für sich selber als selbstverständlich hält, anderen echte Schwierigkeiten bereiten kann. Und damit komme ich auch schon ganz schnell zum Thema meines Aha-Moments. Wie spielt man eine zweistimmige Melodie, ohne dass man Lücken hört? Einstimmig gebunden zu spielen ist ja noch einfach, ein Finger löst einfach den anderen ab. Und man kann auch unter- und übersetzen. Wenn man zweistimmig spielt, muss man zwangsläufig die Hand jedes Mal von den Tasten lösen. Und damit wird die Melodie immer unterbrochen. Ein Sustain-Pedal, das ist keine Lösung, denn dann klingt ja alles ineinander rein. Eine Schlüsselrolle spielt beim gebundenen, zweistimmigen Spiel meist der Daumen. Denn er ist von allen Fingern am meisten beschäftigt. Ob das jetzt bei Terzen ist oder noch mehr, wenn man im Abstand einer Sechsten zweistimmig spielt. Wenn man bei den Sechsten mal genauer hinschaut, sieht man, dass alle Finger außer dem Daumen eigentlich wie sonst spielen. Sie werden auch wie gewohnt aneinander gebunden und der Daumen übernimmt die zweite Stimme. Interessant wird es bei den Sechsten, wenn die Melodie eine Tonleiter spielen soll, die über vier Töne rausgeht. Wenn wir eine einstimmige Dur- oder Molltonleiter über mehrere Oktaven spielen wollen, müssen wir mehrmals untersetzen. Am besten gelingt das, wenn immer wieder die gleichen Finger auf die gleichen Tasten treffen, auch in höheren und tieferen Oktaven. Je nach Tonart setzt man dabei anders unter oder über. Für die rechte Hand gibt es dabei diese Empfehlung. Bei Kreuztonarten sollte der Daumen immer den Grundton und dann die vierte Stufe der Tonleiter spielen. Man spielt also beim Grundton, sagen wir mal hier mit dem C, mit dem Daumen los und nach dem dritten Ton setzt man unter. Also der vierte Ton bekommt dann wieder den Daumen. Ob das jetzt bei C-Dur ist, bei G-Dur, bei D-Dur bei A-Dur und so weiter bis einschließlich Fis-Dur. Bei B-Tonarten achtet man darauf, dass der Daumen immer das C und das F spielt. Also damit immer auf weiße Tasten trifft. Achtet jetzt einfach mal auf meine rote Markierung. Da kommt immer der Daumen hin bei den B-Tonarten. Also bei F-Dur mit einem B, bei B-Dur mit 2b bei S-Dur mit 3b bei As-Dur mit 4b
und bei Des-Dur mit 5b. Auch bei zweistimmigen Tonleitern braucht man eine Struktur, die sich wiederholt. Sonst verknoten sich schnell unsere Finger. Im Internet habe ich dazu nichts gefunden. Na sowas. Was ich euch jetzt zeige, wurde bislang von keiner offiziellen musikalischen Institution abgesegnet, sondern ist einfach mein persönliches Ergebnis nach längerem Ausprobieren. Erstmal die obere der beiden Stimmen, aufwärts gespielt. Hier starte ich mit dem Mittelfinger auf dem Grundton. Hier beispielsweise das C und spiele drei Tonleitertöne aufwärts. So komme ich hier nicht weiter hoch, deshalb setze ich die Hand um und spiele mit dem Zeigefinger die restlichen vier Töne weiter. Und genau dieses Prinzip behalte ich bei, also Start mit dem Mittelfinger, dann Zeigefinger, Mittelfinger, wieder Zeigefinger, Mittelfinger. Beim zweistimmigen Spiel läuft der Daumen unterhalb einfach mit. Wir probieren das einfach mal in verschiedenen Tonarten aus. F-Dur, also Mittelfinger auf Grundton F, umsetzen wieder auf den Zeigefinger, Mittelfinger, Zeigefinger, Mittelfinger, Zeigefinger und so weiter. Jetzt mal eine schwierigere Tonart, As-Dur. Wieder beginnt der Mittelfinger auf dem Grundton. Zeigefinger, Mittelfinger, Zeigefinger, Mittelfinger, Zeigefinger und so weiter. Okay, jetzt checken wir auch mal die Kreuztonarten. D-Dur. Oder ganz böse Fis-Dur. Also, so finde ich es bei den Sechsten aufwärts am einfachsten. Egal, bei welcher Tonart, ob Kreuz oder B, ganz egal. Und abwärts? Da würde ich beginnend mit dem Grundton immer zuerst vier und dann drei Töne spielen. Hier beginnend mit dem kleinen Finger, denn die anderen Finger brauchen wir ja dann unterhalb für die zweite Stimme. Ja, und wie ist es mit den Terzen? Aufwärts würde ich generell mit Daumen und Zeigefinger beginnen und je nach Tonart nach drei oder nach vier Tönen die Hand umsetzen. Und auch nach dem Umsetzen immer wieder mit Daumen und Zeigefinger weiterspielen. Auch abwärts würde ich von der Tonart abhängig machen, ob man besser nach dem dritten oder nach dem vierten Ton die Hand umsetzt. Wichtig ist hier nur die Konsequenz innerhalb einer Tonart, also dass man gleiche Töne immer wieder mit dem gleichen Finger spielt. Probiert das doch einfach mal aus. Das war's auch schon. Ich hoffe, dass ich euch mit meinem Aha-Moment eine kleine Hilfestellung für zweistimmige Melodien geben konnte.
und wünsche euch allzeit ganz viel Spaß an den Tasten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.